Vom kleinen Fischerdorf über den wichtigsten Marktplatz Ostasiens hat sich Shanghai im 20. Jahrhundert zu einer der größten Städte der Welt entwickelt. Manchmal wirkt es so, als könnten die Chinesen selbst kaum glauben, wie sehr sich die Küstenmetropole vor allem in den letzten 30 Jahren verändert hat. Das ist die Innenstadt von Shanghai im Modell, auf 60 Quadratmetern. Dieses Modell umfasst eine Gesamtfläche in Shanghai von 110 Quadratkilometern. Der Altstadtbereich ist inzwischen schon vollgestellt mit Hochhäusern. Hier im neuen Stadtzentrum, am People's Square gelegen, das Park Hotel. Das ist ein Gebäude aus den 1920er Jahren und ist mit einer Höhe von 96 Metern jetzt eigentlich kaum noch zu erkennen in diesem ganzen Gewusel von Hochhäusern, war aber bis in die 1980er Jahre das höchste Gebäude Shanghais. Einen großen Aufschwung erlebte Shanghai Mitte des 19. Jahrhunderts. Im ersten Opiumkrieg erzwang Großbritannien eine Öffnung der Stadt für den Handel mit Europa. In der Folge entwickelte sich Shanghai zum Zentrum der Textilverarbeitung. Auch Baumwolle, Tee und Opium wurden gehandelt. Am Westufer des Huangpu-Flusses entstand The Bund, eine Prachtstraße nach europäischem Vorbild. Am Bund wurden nur die besten Materialien mit der damals modernsten Bautechnik verarbeitet. Etwa 100 Jahre später folgte, vor allem am gegenüberliegenden Flussufer in Pudong, ein zweiter Bauboom in Shanghai, der bis heute anhält.